Yo, hallo Freunde, zum Neujahr nur eine kleine News. Ich wünsche euch erstmal einen guten Start in das Jahr 2018 und auch in diesem Jahr soll es tatsächlich mal wieder soweit sein, die Welt soll untergehen. Ist eigentlich nichts mehr Neues mittlerweile und wie ihr ja wisst, teile ich gerne mit euch solche schrecklichen Horrornachrichten. Die Welt soll also wie gesagt mal wieder untergehen, das behauptet zumindest ein Verschwörungstheoretiker. Sein Name ist Jean-Marc Joseph Rodriguez und er nennt die Bibel als seine Quelle. Im Buch der Offenbarung, also dem letzten Buch des Neuen Testaments, hat Joseph Rodriguez eine Passage entdeckt, die mit seinen bisherigen Berechnungen zusammen das genaue Datum des Weltuntergangs festlegen. Ihm wurde die Vollmacht erteilt, 42 Monate lang zu handeln. Lautet die Passage und der Handelnde ist nach Ansicht von Rodriguez der Antichrist. Bei seinen bisherigen Berechnungen addierte Rodriguez die Zahl 666 hinzu und somit glaubt er das Datum des Weltuntergangs auf den 24. Juni 2018 berechnet zu haben. Allerdings lässt Rodriguez offen, ja, wie die Welt untergeht, ob es eine Naturkatastrophe, ein Krieg oder was auch immer sein mag, da müssen wir uns wohl überraschen lassen. Das war's auch schon. Morgen gibt es ein neues Video. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Freue mich über einen Daumen hoch und über ein Abo, wenn du magst. Und sage bis zum nächsten Mal. Okay.